Oh, willkommen zurück, liebe Leute. Global Pharma. Mal gucken, wie lange das Ganze hier gut geht, ne? Aktuell bin ich froh, dass es wieder alles funktioniert. Das Feld, unser größtes Feld, schon bearbeitet werden kann. Wird natürlich spannend, wenn wir das hier wieder kaufen, irgendwann mal. Aber da ist noch ein bisschen Zeit hin, ne? Ja, dann haben wir in der letzten Folge festgestellt, dass wir eigentlich über den Tisch gezogen werden, wenn man das mal irgendwie so genau rechnet. Wir könnten hier, wenn wir das mal genau einstellen, auf 2000 würden wir 25.000 im Verkauf bekommen. Wenn wir die Mission annehmen, für 6.000 Spargel, würden wir 63.000 bekommen. Finde den Fehler. Also wir werden, wenn wir mit Fairland handeln, werden wir fair über den Tisch gezogen. Da ist gar nichts fair. Also von daher können wir den Spargel direkt verkaufen oder wir hoffen, dass es im nächsten Jahr tolle neue Spargelmissionen für uns gibt. Wollen wir alles direkt verkaufen? Warte mal, wie viel kriegen wir denn mal? Das sind 26... 30, 44. Dann wären wir immerhin bei 60.000. Dann müssen wir gucken, wann wir das nächste Feld hier irgendwie kaufen können. Also eigentlich das hier, ne, für 120 dann. Ein größer und hier in Reihe zum Beispiel. So, Rapsernte hat tatsächlich funktioniert. 18.000 irgendwas. Verkauft. 65.000. Das sieht schon wieder besser aus. Ein bisschen Wolle. Ja, so. Anpflanzen. Weidegras. Geht erst morgen wahrscheinlich wieder irgendwie. Übermorgen. Übermorgen. Fünf Leute ernten eine Woche dran. Was ist denn jetzt der 29.07. Da sollte ja gehen. Ja, erholt sich alles. Ah, hier müssen wir mal sehen, dass wir wieder was raufkriegen. Damit der Spargel nicht komplett eingeht. Ja, ich verkaufe den jetzt aber, ne? Mit dem Spargel, weil das, so machen wir das nicht. Also man muss echt immer nachrechnen wohl. Trecker? Wusste ich nicht. Spargel zieht hier wohl das Wasser aus dem Boden. Vielleicht nochmal nachbessern müssen. Und hier ist alles gut. So, und die Schafe können jetzt nochmal wieder raus auf die Weide eigentlich hier. Ja, dringend. Wie viel haben wir denn jetzt noch im Lager an Gras? 1,8 Tonnen, na ja, gut. 16.000 könnten wir lagern. Apfel war ja auch irgendwie albern, ne? Erdbeeren 61%. Ja, viel passiert dieses Ingame ja nicht mehr. Der Spargel kommt jetzt noch raus aus dem Boden, dann können wir da auch nochmal Weideland draus machen. Spargel können wir auch direkt verkaufen.
Und sogar noch mal Spargel machen. Weil es so schön war dort. Aber mit zwei Leuten ernten, ne? Das ist ziemlich viel Aufwand mit so einem Spargelfeld, aber wenn man es so oft machen kann, ne? Guck mal, 1, 2, 3, das ist das vierte Mal Spargel jetzt auf dem Feld. Und wir werden da auch wohl kein Weidegras bekommen auf dem Feld diese Saison, aber es ist auch nicht ganz so schlimm, wenn wir wohl verkraften. Ich bin mir jetzt nicht ganz schlüssig, ob ich jetzt noch ein... Na gut, wenn die Tiere im Stall sind. Eigentlich sehe ich die, wie gesagt, auf so einem Feld hier mit 91.000. Da könnten wir dann wechseln. Wir haben hier 2,7 Hektar. Und hier 2,18 Hektar. Damit würde man die Tiere auf jeden Fall den ganzen Sommer über ohne Probleme versorgt wohl bekommen, denke ich mal. Aber dann bin ich eigentlich eher dafür, dass wir dann noch einen Schafstall kaufen, ne? Dass wir mehr Wolle verkaufen, oder? Ja, lass uns das mal gucken. Besser ist, noch einmal Schaf zu kaufen. Jetzt haben wir nämlich 18 Schäfchen drauf und wir machen auf jeden Fall mehr Ertrag in der Wolle. Wir produzieren jetzt ja auch noch mal genug Weidegras von den beiden Feldern. Und wir könnten dann als nächstes das Feld kaufen für 91.000. Und dann können wir die Schafe auch aufteilen und können sogar noch einen weiteren Stall kaufen. Also hier reicht es für 18 Tage das Futter, ne? Das ist nicht mehr so lange. Schön ist, wie gesagt, dass die Felder erholen sich, wir brauchen hier nichts machen, alles ist schick, wir müssen einfach nur die Zeit rumkriegen. Natürlich auch die futtern das jetzt schneller leer, also das ist so. Wir haben noch 1,6 Tonnen Gras auf Lager. Jetzt wird es tatsächlich Zeit, dass wir Nachschub bekommen. Aber geht los, ne? Hier ist jetzt die erste Ernte. Leider mit zwei Leuten. Naja, okay. Also diese Nachrichten, ob das, also da würde ich mir einen Knopf von wegen alle löschen, bitte. Oder einfach ignorieren, weil ich weiß nicht, ob die Liste immer, immer länger wird. Gut, nur noch drei Kredite, aber die sind auch recht langfristig. Ich tendiere schon wieder so einen Kollegen noch einen größeren Kredit zu kaufen. Ich könnte nämlich jetzt schon hier das größere Kredit zu kaufen, vor allem genau, einen größeren Kredit zu nehmen. Der Gerd, na moin. Wir haben jetzt erstmal 18 Schäfchen. Da können wir regelmäßig gut viel Wolle verkaufen. 2,4. Jetzt müssen wir aber auch echt mal mehr Gras auf Lager kriegen. Die Ernte hier scheint durch zu sein. Kriegen wir noch eine mehr hin dieses Jahr? Ja. Sicher ist sicher, ne? Wann kommen die Aufträge? 102 Tage, also nächstes Jahr. Mit den Tieren. Ich weiß gar nicht, was man mit den Hühnern machen muss. Brauchen müssen ja auch eine Weide.
Was futtern die denn da? Auch Gras? Baue Hühner, um die Kapazität zu erhöhen, wie viele Hühner du kaufst. Hühner im Stall benötigen Weizen und produzieren Eier. Die wechseln auf die Weide im Kartenansichtsmodus, wenn die Temperatur hoch genug ist, die Hühner auf der Weide finden Nahrung auf dem Feld. Ja, ist okay. Also die können... Ah ja, okay, funktioniert das auch. Brauchen wir aber weitere Weiden, ne? Aber aktuell nicht. Oh, hier haben wir nicht gekümmert, der arme Spargel. 1,1 Tonnen erwarten wir dann noch. So, in 3 Tagen kommt die große Grasernte. 2,1 Tonnen haben wir noch. Marschiert. Ich hatte mehrere Leute gesagt, oder? 5 Leute oder so? Vier. Nee, doch, 5. Wichtig. Was soll es geben? Also ja, jetzt hat er da wieder den komischen Ertrag. Ich glaube, manchmal hilft es, wenn man... Der hilft auch nicht. Weiß ich auch nicht, was der hilft oder nicht hilft. Es hilft alles nichts. Ja, Gerd, ich musste neu anfangen. Ich hatte irgendwie einen Bug. Mein Feld hier hat nicht mehr funktioniert. Entweder habe ich es nicht besser gewusst oder es ging halt wirklich nicht mehr. Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. 91.000, 2 Hektar brauchen wir für die Schafe. Wir haben noch für 12 Tage Futter. Ich weiß gar nicht, ob wir noch einmal schaffen auf dem großen Feld. Das wäre schon nice, ne? 16 Tonnen können wir lagern. Also wir könnten sogar noch eine komplette Ernte einlagern. Und dann sind wir sicher, dass die Schafe den ganzen Winter über Wolle produzieren können. Auch wie ein Mähdrescher, die Leute hier. Einfach 20 Leute einstellen. Da hat man kein Problem mehr. Das wird aber knapp. Das müsste gehen. Tonnen. Aber damit kommen wir noch nicht ganz durch den Winter, ehrlich gesagt. Stellen wir mal 2 Leute mehr ein. Damit irgendeine andere Arbeit nicht liegen bleibt, ne? Das Jahr können wir jetzt eigentlich zu Ende wegspulen. Also wir werden natürlich jetzt hier noch einmal Gras ernten. 2-mal Gras eigentlich und einmal noch ein ganz bisschen Spargel. Da sind wir gerade dabei.
Versuchen wir, ne, möglichst viel Ertrag rauszukriegen. Oh, alle Felder sehen gut aus. Oh, Schafe sind schon wieder drinne. Sieben Tonnen Gras. Mal der Spargel hier, 11.000, weg damit. Naja, sollen wir das einfach machen? Könnten wir, obwohl, nee, jetzt wird es eh kalt. Das macht keinen Sinn, wir kriegen die Tierchen jetzt ja eh nicht mehr groß raus auf die Weide, weil es wächst ja auch nicht mehr, ne? Aber gut, wir könnten hier nochmal abfuttern lassen. Ist es nochmal wärmer? Nö. Also dieser eine Tag in der Prognose, der ist eh meistens drin und trifft nachher nicht zu. Das ist wie in echt. Ja, das erholt sich alles. Alles gut. Ich glaube, man könnte einmal nachbessern hier. Weil wir gerade sonst nichts zu tun haben. Ich werde mal schon einmal das Unkraut wegsprühen, haben wir das auch schon mal erledigt. Das können wir hier auch noch schnell machen, bevor geerntet wird. Ach so, machen die schon. Ja, aber sieht doch gut aus. Wenn es jetzt über den Winter noch ein bisschen Regen kriegt, das ist perfekt für ein Frühjahr, um dann wieder mit dem Spargel durchzustarten oder wir gucken Karotten, was auch immer uns denn so an Aufträgen angeboten wird, aber wir rechnen vorher durch, ob die Aufträge auch wirklich lohnen oder ob das wieder quatschige Aufträge sind, denen wir eher Geld verlieren als Geld verdienen. Sieben Tonnen haben wir auf Lager, das ist gut. Und die Wolle bringt uns auf jeden Fall mittlerweile gutes Geld, vor allem mit den drei Schafstellen, das ist schon nice. Aber klar, ein Häcksler und große Gras, ne, das wird noch ein bisschen mehr schaffen. Es ist wichtig, dass die ganzen Leute gleich ankommen und das hier ernten. Weil das Feld wird tatsächlich knapp werden. Das ist erst in 12 Tagen reif, dann haben wir schon den 24. Und wenn die dann nicht sofort ernten. Noch 5, guck mal, hier unten fängt noch einer mehr an. Das ist doch nice. Bin gespannt auf die Aufträge. 18 Tage gibt es neue. Das gucken wir uns heute noch an. Wir könnten einmal wässern, aber das lohnt ja nicht. Das können wir über den Winter wieder ein bisschen Regen kriegen. Bin gespannt. Warte mal, unser Lager sagt jetzt, wir haben jetzt 10,6 Tonnen Weide.
Gras auf Lager, um die Schäfchen zu füttern. Danke für den Follow, mal moin. So, zu Weihnachten müssen die raus aufs Feld, oder? Ein Grad hier. So, dann müssen wir ein bisschen gucken. Wir haben jetzt also 10,4 Tonnen. Wie weit kommen wir damit? Kommen wir damit komplett durch den Winter mit unseren drei Schafstellen? Oder haben wir denn immer noch zu wenig? Haben sie noch eingebracht, sehr gut. Dann haben wir jetzt 11 Tonnen auf Lager. Gut. Kopfsalat, Raps, Gras, Gras. Nicht schlecht. Spargel, 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 Spargel. Beide Gras. Viermal Spargel, einmal Gras. Auch Spargel, Raps und zweimal Gras. Naja. Wir können ein weiteres Jahr beenden, liebe Leute. Wir haben sehr gut vorbereitete Felder für ein Frühjahr. Gucken, ob da eine interessante Mission reinkommt. Sonst müssen wir halt erstmal unsere ganzen Kredite weiter abbauen. So, 7.1. Wir gucken erstmal, was gibt es denn an Missionas? Karotten. Noch auf 4000 Karotten. Aber da ist wieder die Frage, lohnt es überhaupt? Und das können wir natürlich dann feststellen, wenn wir es gemacht haben. Mais können wir nicht machen. Aber die beiden Karottendinger wäre interessant. Das würde ich schon machen wollen. Aber noch, wann ist Karotte denn wohl gut? Knackig und frisch. Eine gute Feldfrucht für den Anfang mit geringen Kosten für Saat- und Erntemaschine. Das Feld hat 3 bis 6 Stunden. Karotte wächst 6 bis 8. Feldfrucht verliert bis zum Ernte etwa 31% Gesundheit. Ja, eigentlich Kopfsalat, ne? Weil Kopfsalat ist von Beginn an wohl gut auf. Natürlich mit 8 Leuten ernten oder so. Und dauert auch nur 6 Tage. Dann sind wir im März schon durch damit. Da ist der Taschenmal weitergesprungen. Karotten können wir nämlich alles, dachte ich, mit der Maschine machen. Dann sehen wir einfach schon mal, was gibt das so an Karotten da, ne? Futter haben wir mehr als genug. Wir haben immer noch 10,5 Tonnen. Achso, Wolle verkaufen, ne? Zack. Tonnen erwarten wir sogar Karotte. Da werden wir aber viel verlieren, weil es natürlich noch nicht die perfekte Zeit ist, ne? Aber es ist trotzdem, finde ich, eine ganz gute Geschichte. Das ist eher so der schlechte Boden für Karotten. Feld für Hafer. Alles nicht so optimal für Karotte scheinbar hier bei uns. So, egal. Wir gehen mal voran, beobachten mal ein bisschen die Ertragswerte. Alle Felder waren natürlich durch die Weide, Umbau auf Weide, also auf Gras über den Winter war optimal jetzt alles hier.
müssen wir so gar nicht groß Geld erstmal ausgeben müssen. Müssen wir auch schön unsere Wolle verkaufen, damit machen wir gutes Geld. Weidegras, da würden wir vielleicht bald nochmal eine belüftete Heile dazu organisieren. Der ist schon unter 100. Ja, okay, das große Feld ist schon unter 100. Dann kommt da ein End drauf. Hier ist gerade bei 100. Dann kommt hier auch einer rauf. Wir haben ja zwei Düngerstreuer. Hier ein K. Läuft auch. Oh, die Zeit läuft auch. Vielen Dank, liebe Leute, fürs Reinschalten. Wir machen noch ein weiteres Jahr oder so. Ne? Bis gleich. Vielen Dank. Tschüss.